Hallo, nachfolgend ein kurzes Review über die CarProTec Alarmanlage. Das ist die erste GPS-Alarmanlage auf dem Markt, die man einfach reinlegt und dann automatisch alles sichert. Kann man verwenden für Autos, Wohnmobil, LKW und natürlich auch Boot. Ja, mit dem entsprechenden Rauchmelder daneben. Als erstes, das hier ist der Rauchmelder. Ja, den kann man einfach per Funk mit der Alarmanlage koppeln, gar kein Problem. Und das hier ist die Alarmanlage. So. Da, die Anleitung kann man online runterladen und dann ist da dabei bei der Alarmanlage zwei Fernbedienungen, ein Kabel, um die Sirene über das ganze Auto zu verteilen, zu verlegen, ein langes Kabel, um entsprechend eine Status-LED anzubringen am Fenster zum Beispiel. Dann haben wir hier noch einen Türsensor, einen Funktürsensor, den man einfach einprogrammieren kann. Hier die Sirene, der sehr laut ist. Hier noch Teil zum Türsensor. Hier ein langes Ladekabel. Damit kann man die Alarmanlage über USB ganz normal laden, über einen Zigarettenanzünder oder halt sonstige USB-Ladegeräte. Dann nochmal ein Klebepad, wo man die Alarmanlage festkleben kann irgendwo. Und hier das Herz, die eigentliche Alarmanlage. So, das Geniale an der Alarmanlage: Die kann bis zu 14 Tagen, kann die einfach im Auto liegen und muss nicht geladen werden, weil ein Akku integriert ist. So, dann haben wir hier wie folgt die Funktion. Hier den Ein- und Ausschalter. Ja, genau. Und dann hat man hier den Sensor. Man legt die einfach rein, schaltet den Sensor scharf und kann dann, je nach Autogröße, wenn die Tür aufgeht, geht der Alarm los oder der Alarm geht nicht los. Und wenn der Alarm zu früh losgeht, dann schaltet man einfach ein bisschen weniger sensibel. Und wenn er zu spät losgeht, dann schaltet man einfach ein bisschen sensibler. Genau, wenn man das ganz abschaltet hier, dann geht der Raumvolumensensor nicht, sondern nur noch die externen Alarme, die zugeschaltet sind. Dann kann man hier das GPS anschalten und kann entsprechend hier den Alarm testen. Hier steckt man einfach die LED ein. Das ist relativ einfach. Einfach hier einstecken. Dann hat man eine Schadensanzeige. Und hier kann man zum Beispiel den Alarm einstecken. Das mache ich jetzt mal nicht. So, anschalten, ganz einfach, hat man hier die Fernbedienung. Das heißt, man setzt den Raumvolumensensor, schaltet man an. Wenn man drin ist, schaltet man ihn entsprechend etwas unempfindlicher. Dann schaltet man die Alarmanlage an. Macht da kurz eine Meldung. So, dann blinkt irgendwann hier die Statusanzeige, wenn sie scharf ist. Genau, jetzt fängt sie an zu blinken. Und wenn ich jetzt wackel oder normalerweise ein Fenster öffnen würde, was ich jetzt hier nicht kann, weil das ein Büro ist und kein Auto, dann geht der Alarm los. Ja, das ist jetzt der stumme Alarm, den kann man auch ganz stumm schalten. Jetzt in dem Moment würde man anrufen und eine SMS erhalten mit GPS-Koordinaten. Ich schließe jetzt mal kurz die Alarmanlage an, dass man hört, wie laut die ist. Achtung. Okay, zu spät. Das war etwas zu spät. Ich muss den Alarm nochmal neu starten. Das wäre der Alarm mit Alarmsirene. Das tut dann schon richtig weh in den Ohren. Schaltet man wieder aus. Man kann auch einfach einen stummen Alarm machen. Man hat hier Alarmscharfschaltung, Alarm ausschalten, dann lauter Alarm und hier das Glockensymbol wäre ein stiller Alarm. Da wird dann einfach nur ein Anruf und eine SMS gemacht. Das Tolle ist, wenn man den Alarm nicht einschaltet, also das heißt die Sirene ausmacht, kann man den Anruf abnehmen am Telefon und man kann in das Fahrzeug hineinhören und hören, was die Diebe sich so unterhalten. Klar, wenn natürlich die Alarmanlage laut geschaltet ist, dann hört man nur entsprechend die Sirene. Und eines der einfachsten Alarmsysteme, hier kommt die SIM-Karte rein, da das Ladekabel, das sind die Anschlüsse, reinlegen, scharf stellen. Und schon kann man angerufen werden, man kriegt die GPS-Koordinaten, man kann selbst dem Gerät eine SMS schicken und bekommt dann die Koordinaten zurück und kann das Gerät auch via SMS programmieren.